Herzlich willkommen zurück zu The Elder Scrolls Online. Was ihr beschrieben habt. Wie konnte Torvesaat eine Erinnerung von Hermaeus Mora verändern? Wie konnte er ändern, was vor so langer Zeit geschah? Eine solche Macht sollte es nicht geben. Dieses Gefühl. Verblüfftheit. Es gefällt mir gar nicht. Hermaeus Mora meinte, wir können die Wirklichkeit noch immer retten, wenn wir zusammenarbeiten, Lehrer Miel. Hab ich gerade schon mal gesagt. Torvesaat hat ebenfalls Verbündete. Meisterin Shereni, Vermina und Periite, Fäulniskrone und die Kultisten der verborgenen Sippe. Sie wollen Erinnerungen wiederherstellen, die ihnen von Hermaeus Mora gestohlen wurden. Und nach dem, was ihr gesehen habt, hat Torvesaat die Wiederherstellung begonnen. Apokrypha scheint es darauf angelegt zu haben, uns davon abzuhalten, zu viel über all dies zu erfahren. Ja, äußerst verwunderlich. Bei Torvesaats nächstem Schritt dürfte es darum gehen, dass Meisterin Shereni den Ritus aus Mans Schwarzbuch ergründet. Kehrt nach Nekom zurück und sucht wie Kagadain. Findet heraus, ob Shereni etwas vorhat. In der Zwischenzeit habe ich andere Nachforschungen, denen ich nachgehen will. Nun gut, ich kehre nach Nekrom zurück und treffe mich mit Vikar Gadayun. Denk daran, solange Shereni das Schwarzbuch hat, kann sie ihren Ritus abschließen. Wenn sie das vergessene Geheimnis ganz freilegt, werden mehrere Ebenen untergehen. Ich werde euch in der Buchbindereihe Nekrom treffen, sobald ich meine Untersuchungen abgeschlossen habe. Seid ihr sicher, dass Meisterin Shereni derzeit unsere beste Spur ist? Torvesaat und Fäulniskrone könnten überall sein. Doch Meisterin Shereni hat Wurzeln auf der Telvanni-Halbinsel. Wenn jemand helfen kann, die Irrungen und Wirrungen der großen Häuser der Dunmer zu durchschauen, ist es wie Kagadain. Shereni nachzugehen ist unsere beste Wahl. Gibt es denn keinen Weg, um Torvesaat oder Fäulniskrone zu finden? Vielleicht. Das ist eine der Möglichkeiten, denen ich vorhabe, nachzugehen. Doch Torvesaat hat Kräfte gezeigt, wie man sie nicht von üblichen Bremora kennt. Er könnte andere Fähigkeiten haben. Ich muss mit Bedacht vorgehen. Und Fäulniskrone dient Periite. Ein weiteres Hindernis. Was ist mit der verborgenen Sippe? Ein Kult, der aus Anhängern von Vermina und Periite besteht, Fürsten, die sonst meist gegeneinander arbeiten, könnte leichter aufzudecken sein. Ich werde nachhören, was ich bei meinen Kontakten unter Anhängern von Hermaeus Mora herausfinden kann. Wir werden Erfolg haben, Entsandte. Das müssen wir. Was ist mit der Verderbnis, die Fäulniskrone im Panoptikum eingesetzt hat? Fäulniskrone und Shereni haben die Traumkrankheit mit der Hilfe von Vermina und Periite ersonnen. Sie erlaubte es ihnen, nicht entdeckt zu werden, indem sie zwischen verschiedenen Wirklichkeitsschichten wechseln. Sie wirkte sich sogar auf Moras Wächter aus. Und wir wissen, dass sie noch verbessern wollen. Zu welchem Zweck? Wenn sie ihre Formel vervollkommnen, was gäbe es dann für einen besseren Weg, um dem Wissenden das gefährlichste Geheimnis in Apokrypha vor der Nase wegzustehlen? Doch solange wir Meisterin Shereni aufhalten können und sie das gesuchte Geheimnis nicht finden, sollte das gar keine Rolle spielen. Das Portal bringt euch nach Nekrom zurück, Entsandte. Shereni hat mich ermordet, damit die Versammlung der Meister ihr nicht nachspürt. Was wird sie noch tun, um ihren Ehrgeiz zu befriedigen? Ja, das werden wir herausfinden. Die Sterbliche kehrt zurück. Diese Verwerfung im Schicksalsgewebe kam mir bekannt vor. Ich hoffte, Leramil würde bei euch sein. Es gibt Neuigkeiten. Scroot und ich haben höchst interessante Neuigkeiten erfahren. Die Versammlung der Meister hat von Meisterin Shelrenis jüngsten Umtrieben erfahren und ein Konklave einberufen. Sie haben vor, ihr den Rang zu entziehen und sie aus dem Haus zu werfen. Was ist der Unterschied zwischen einer Versammlung und einem Konklave? Das ist kompliziert. Die Versammlung der Meister besteht meist nur aus ihren Mündern. Die eigentlichen Meister verlassen ihre Türme selten und nie, um ihre Rivalen zu treffen. Ein Konklave allerdings ist etwas ganz anderes. Die Meister selbst sind genötigt, daran teilzunehmen. Und wie hilft uns das dabei, Meisterin Shereni aufzuspüren und Melens Schwarzbuch zu bergen? Versteht ihr nicht?
Wenn sich das Konklave der Meister versammelt, muss Shelreni vor Ort sein, um den Anschuldigungen zu widersprechen. Dann wissen wir, wo und wann wir sie finden können. Wo wird diese Konklave denn stattfinden? In Tel Hulen, der Turmhalle von Alt-Isra. Ich glaube, dass ich uns als Vikar in das Konklave bringen kann, wenn ich behaupte, offizielle Angelegenheiten von Nekrom zu vertreten. Haus Telvanni will uns lieber wohlgestimmt halten. Daher stellen sie die Hüter der Toten nur selten in Frage. In Ordnung. Ich treffe euch in Alt-Isra. Vikar oder nicht, er wird mit dem Mahl eines dädrischen Fürsten niemals Zutritt zu dem Konklave bekommen. Nicht ohne meine Hilfe. Unterschätzt Shelreni auf eigene Gefahr. Und glaubt nicht, dass ihr einfach mit dem Mahl von Hermeus Mora an euch eine Telvanni-Festung betreten könnt. Entweder werden euch Shelrenis dädrische Verbündete oder die eigenen Vorkehrungen des Konklaves entdecken, kaum dass ihr über die Schwelle tretet. Und ihr könnt dafür sorgen, dass wir nicht entdeckt werden? Natürlich. War ich nicht der größte Magister meiner Generation? Wenn ich mich nicht nach Einsamkeit gesehnt hätte, wäre ich der Erzmagister geworden. Leider ist mein Spektralleib nicht allzu nützlich. Ihr werdet für diese Arbeit als meine Hände dienen müssen. In Ordnung. Was soll ich tun? Kehrt nach Telrendis zurück. Um meinen Turm findet ihr die nötigen Komponenten, um einen passablen Deckmantel der Täuschung anzufertigen. Sucht nach getrocknetem Juxkraut, einem Lamien-Schuppenschal und einer Illusionstinktur, die ich selbst geschaffen habe. Ich werde euch mehr erzählen, sobald wir dort ankommen. Okay, wie komme ich da jetzt am besten hin? Ich glaube... Ja, Porten ist die einfachste Variante, denke ich. Deswegen werde ich mich jetzt dorthin begeben und dann sehen wir uns gleich am Zielort wieder. Ein bisschen rechts von mir. Ah, jetzt kommt's. Also wo habe ich diese Komponenten vergraben? Hallo? Das könnte schwieriger werden, als ich erwartet hatte. Umhaut immer. Verflucht sei diese körperlose Existenz. Ich kann verstehen, warum die meisten Ahnen weiterziehen, anstatt ihre Nachkommen heimzusuchen. Ich kann mich viel schlechter an mein sterbliches Dasein erinnern, als ich das erwartet hätte. Ich erinnere mich nicht mehr, wo diese Komponenten waren. Nicht genau zumindest. Dann sind wir umsonst hergekommen? Natürlich nicht. Ich habe die Komponenten vergraben. Wir müssen sie in getrennten Verstecken auf dem Turmgelände finden. Ich kann mich nur nicht genau erinnern, wo ich sie versteckt habe. Ach, sei's drum. Mit eurer Hilfe bin ich mir sicher, dass wir die richtigen Orte finden können. Was soll ich für euch tun? Setzt meine Geistersicht ein. Sie wird verborgene Orte offenbaren. Denkt daran. Telrendis ist mein Ort der Macht, obwohl Shelreni versucht hat, ihn sich anzueignen. Hier kann ich meine Magie leicht durch euch wirken. Solange ihr dazu gewillt seid. Wo soll ich mit der Suche beginnen? Ich habe Siegel an den Standorten angebracht, aber auf einer anderen Wirklichkeitsschicht. Setzt meine Geistersicht ein und ihr solltet sie sehen können. Die Komponenten sind unter ihnen vergraben. Wenn ihr euch einem Ort nähert, den ich wiedererkenne, sage ich euch, dass ihr meine Sicht einsetzen sollt. Okay. Klingt jetzt aber nicht so, als ob er mir jetzt genau... Moment, da war jetzt gerade was mit X. Genau sagen könnte, wo. Ihr solltet meine Siegel durch meine Geistersicht sehen können. Seht euch um. Also ich sehe hier gerade gar nichts. Moment, da hinten ist was Grünes. Das Muster ist Geistersicht nicht wunderbar. Hier findet ihr ein Versteck. Okay. Finden wir denn auch noch die anderen Verstecke? Da hinten ist was. Nee. Das ist der Typ, der da rumläuft. Da sehe ich was. Sieht vertraut aus.
Verwendet meine Geistersicht. Damit können wir arbeiten. Geht in Richtung meines Turms und findet eine Werkbank, um den Zauber zusammenzusetzen. Ja! Machen wir. Ja! Irgendwo hier hoch. Frage ist nur, wo ist der Eingang zum Turm? Ich glaube, da sind wir schon mal hier einmal rumgelaufen, ne? Ja! Boah, ich sehe überhaupt nichts hier. Ja! Jo. Jetzt sind wir wieder hier. Ja, super. Dann war der Eingang zum Turm irgendwo hier links. Kann das sein? Hier war er nicht. Ich kenne diese alte Werkbank. Wir können den Deckmantel der Täuschung hier vorbereiten. Gut, jetzt platziert den Schal. Fast fertig. Jetzt die Tinktur aufträufeln. Hervorragend. Nehmt den Deckmantel der Täuschung. Probiert ihn aus. Der Mantel wird eure Anwesenheit... Ihr seht wunderbar aus. Kaum ein Hauch einer dädrischen Verbindung. Ich sollte allerdings einige Details erläutern. Keine schlechte Arbeit. Ihr haltet euch gut an Anweisungen. Und der Mantel sieht wirklich schneidig aus. Schneidig, sage ich. Nun geht nach Al-Isra und trefft euch mit Vikar Gadain. Er sollte euch inzwischen Zugang zum Konklave verschafft haben. Wartet einen Augenblick. Ihr sagtet etwas über Details? Habe ich das? Ich erinnere mich nicht. Doch falls ihr nach dem Deckmantel der Täuschung fragt, kann er euch nur vor einer bestimmten Anzahl von Hellsichtzaubern schützen. Irgendwann wird jemand euch bemerken, aber die Verzauberung sollte lange genug anhalten, um uns Shereni zu nähern. Gibt es sonst noch etwas, das ihr mir sagen wollt? Oh, wo ihr es erwähnt. Ja, Gadain kann euch auf die Zugangsliste setzen lassen, doch ihr müsst euren Teil beitragen. Nunmehr Gesetze sind verworren, insbesondere die der Telvanni. Ihr müsst das richtige Statut vorbringen, um nicht aufzufallen. Das richtige Statut? Sagt einfach Folgendes zum Wächter an der Tür. Hiermit berufe ich mich auf das 26. Statut der Necron-Vereinbarung. Verlangt danach Zugang zum Konklave. Könnt ihr euch das merken? Sobald wir eingelassen wurden, können wir uns mit Vikar Gadain treffen. Na schön, gehen wir nach Al-Isra. Was hat sich Shereni nur gedacht? Sie zählt offensichtlich auf die Unterstützung zweier dädrischer Fürsten, doch hat sie wirklich erwartet, dass sie von ihnen auf magische Weise in den Rang einer Magistra erhoben wird? Reisen wir nach Tel-Hulin in Al-Isra und finden wir heraus, ob der Mantel wirkt. Das würde ich ja gerne. Warum ist das Statut so wichtig, auf das ich mich berufen soll? Weil ihr keine Telvanni seid. Dieses besondere Statut bezieht sich auf eine Vereinbarung zwischen Haus Telvanni und den Hütern der Toten. Wenn ihr es mit Autorität vortragt, wird der Wächter euch wahrscheinlich Zugang gewähren. Sobald wir drin sind, können wir dem Konklave dann nicht einfach sagen, was Meisterin Shereni wirklich vorhat? Und was genau sagen wir? Wenn ihr auch nur andeutet, dass ein Telvanni die Hilfe eines Außenseiters brauchen könnte, wäre das bestenfalls eine Beleidigung oder ein Grund zur Festnahme, sofern ihr nicht auf der Stelle zu einem Zauberduell herausgefordert werdet. Glaubt mir, das wäre äußerst kontraproduktiv. Warum könnte man mich festnehmen? Meint ihr wirklich, dass meinesgleichen einen legitimen Grund dafür braucht? Nun, wie wäre es mit Amtsanmaßung als angebliche Vertretung Necroms oder Unterwanderung eines Konklave der Meister, ganz zu schweigen von Handlungen in Diensten eines dädrischen Fürsten? Das können wir nicht riskieren. Ja, dann machen wir uns mal auf in die Richtung zu Tel-Hulin. Wir das denn? Irgendwo hier links. Jetzt ist das hier umgeschwenkt. Tel-Hulin, der Turm der Hallen.
Die Heimat der Versammlung der Meister. Denkt daran, euch auf das Statut zu berufen, um Zutritt zu erhalten. Und legt den Mantel an. Machen wir. Nein, Wabdru. Als Meisterin Shelrinis Mund ist es euch untersagt, das Konklave zu betreten. Aber ich muss die Meister warnen. Keine Sorge. Eure verräterische Meisterin bekommt früh genug ihre Strafe. Ach, den kennen wir doch. Deswegen kam mir das so bekannt vor. Ihr müsst die anderen Meister warnen. Ich kann nicht länger daneben stehen und nichts tun, während Meisterin Shelrini weiter ihrem finsteren Pfad folgt. Ihre Taten bedrohen die ganze Halbinsel. Ihr seid der Mund von Meisterin Shelrini. Warum sollte ich irgendetwas glauben, was ihr mir erzählt? Das solltet ihr wahrscheinlich gar nicht. Doch das heißt nicht, dass ich lüge. Ich habe Shelrini für ihre Kompetenz und ihre Macht bewundert. Ich dachte, sie würde mir helfen, durch die Ränge aufzusteigen. Aber ihr Ehrgeiz und ihre Verachtung für ihre Mittelvani werden unser aller Untergang sein. Was meint ihr? Meisterin Shelrini ist einen Handel mit nicht nur einem, sondern gleich zwei dädrischen Fürsten eingegangen. Sie hat vor, mit ihrer Hilfe all jene auszumerzen, die sich ihr entgegenstellen, damit sie Erzmagisterin werden kann. Die Meister wollen mir nicht zuhören. Sie verstehen die Gefahr nicht. Von welcher Gefahr sprecht ihr? Ich bin mir nicht sicher. Meisterin Shelrini vertraut mir nichts mehr an. Doch ich weiß, wie sie denkt. Sie hat keinen Respekt vor den Meistern oder diesem Konklave. Falls sie versuchen, sie zu maßregeln, wird sie ihnen zeigen, wie mächtig sie geworden ist. Es wird ein Blutbad werden. Das hört sich nicht gut an. Das Konklave der Meister tagt gerade. Alle anderen Angelegenheiten ruhen. Kommt später wieder. Überprüft eure Liste. Hiermit berufe ich mich auf das 26. Statut der Necrom-Vereinbarung und fordere, eingelassen zu werden. Necrom, hm? Lasst mich einmal sehen. Ah ja, ihr seid als Vikar Gadeins Begleitung für Schreibaufgaben vermerkt. Wohlan denn, ihr dürft hinein. Ich erwarte, dass ihr den Vikar im Versammlungsvorraum finden werdet, denn der Vorsitzende Magister hat das Konklave auf Meister beschränkt. Ich gehe rein. Warum zieht die sich immer wieder neu an hier? Da ist Vikar Gadein. Ich muss wirklich... Ich bestehe darauf, Vikar. Ihr wisst, dass ich beträchtlichen Einfluss als Mund von Meisterin Norvora habe? Natürlich, aber... Ich könnte viel für euch und die Hüter tun. Also, was haltet ihr von meinem Buch? Das ist der Mund von Meisterin Norvora. Wir müssen Gadein sofort erlösen. Müssen wir das? Lenkt Mund Ela ab. So. Der Vikar und ich sind beschäftigt, Außenseiterin. Ich würde gern hören, was er von meinem Buch hält. Ahnen eines bescheidenen Munds. Es ist noch in Arbeit, doch mindestens zwei Buchläden haben schon Interesse bekundet. Kommt später wieder. Es ist noch in Arbeit, aber zwei Buchläden haben schon Interesse bekundet. Als erfahrene Autorin kann ich nur sagen, nein, wenn das Erstlingswerk ist, läuft das nicht so einfach. Meisterin Norvora schickt mich, um euch zu finden. Sie braucht umgehend Unterstützung. Wie seltsam. Da niemand außer den Meistern hinein darf, hat Meisterin Norvora mir ausdrücklich gesagt, dass ich hier warten soll, bis die Angelegenheiten des Konklaves abgeschlossen sind. Nun, sie hat richtiggehend darauf bestanden, dass ich euch aufspüre und euch sage, dass ihr ihr Zauberbuch finden sollt. Nun, natürlich braucht Meisterin Norvora ihr Zauberbuch. Keine Meisterin sollte ihre Ebenbürtigen treffen, ohne umfassend vorbereitet zu sein. Ich gehe sofort los und hole es. Vielen Dank, meine Freundin. Folgt mir, ich weiß, wo wir unter vier Augen sprechen können. Okay. Machen wir. Ach, da hinten. Wir können hier frei sprechen. Das ist gut, aber ich gucke vorher mal eben in den Kisten und in der Kommode nach. Weil wenn hier auch keiner ist, ne? So. Ihr seid keinen Augenblick zu früh gekommen, meine Freundin.
Bevor sie entschieden, die Halle zu versiegeln und ich in ein schreckliches Gespräch mit Mund Ela verwickelt wurde, habe ich erfahren, was wir wissen wollten. Meisterin Shelreni ist hier und steht unter Bewachung, bis das Konklave beginnt. Shelreni ist hier? Ich habe ihren Mund draußen gesehen. Er sagte, die Meister seien in Gefahr. Gehen wir und schnappen wir Shelreni. Ah, und nun kommen wir zum Problem. Magister Gotren ist aus Sadrit Mora eingetroffen, um dem Konklave der Meister vorzustehen. Er hat auf der Stelle alle der Halle verwiesen, die keine Telvanni-Meister sind, und einen Schutzzauber auf die Tür gelegt. Es gibt keinen Weg in die Versammlungshalle. Aber es muss doch einen Weg hineingeben. Leider übersteigt es meine Fähigkeiten, einen Schutzzauber zu deaktivieren, der von einem Magister gewirkt wurde. Wenn ihr einen Einfall habt, so teilt ihn bitte. Ansonsten fürchte ich, dass die Meister da drin auf sich allein gestellt sind. Melin ist ein Magister. Vielleicht kann er uns helfen, den Schutzzauber zu überwinden. Ein Magister, um Magistermagie zu kontern, ne? Gute Idee. Deaktivieren wir den Schutzzauber. Ein Schutzzauber braucht Anker. Setzt meine Gazette, sie? Einen auf jeder Seite der Tür? Ah, ja. Ich werde euch meine Kraft leihen, um sie abzuschalten. Geht es dir gut? Die Heiler empfehlen ihr Bettruhe, doch sie besteht darauf, am Konklave teilzunehmen. Sie Magister Gotren ist gut, aber ich bin besser. So sehr betreten wir die Versammlungshalle. So hassen Sie die Vorstellung, dass andere sich ohne... Dies ist eine geschlossene Sitzung. Was bedeutet dieses Eindringen? Nun, Gotren, sicher gelten solche Einschränkungen nicht für einen Magister und seine Entsandte. Melin der Mundlose, ein Geist? Sei's drum, ich werde eure Possen nicht dulden. Nichts in unseren Statuten schließt tote Magister von der Teilnahme an einem Konklave aus. Jetzt hört euch an, was meine Entsandte zu sagen hat. Genau. Nun gut, tretet vor. Ihr steht auf wackeligem Boden, Mund des Mundlosen. Was ist so wichtig, dass Magister Melin es wagt, diese geschlossene Sitzung des Konklave der Meister zu unterbrechen? Ihr seid alle in Gefahr. Meisterin Shelreni will alle ihre Rivalen ausschalten. Und Magister Melin hält uns für so nutzlos, dass er einfach dazwischenfahren und uns alle retten kann? Wie anmaßend von ihm. Meint ihr wirklich, eine einzelne abtrünnige Meisterin wäre dieser Versammlung gewachsen? Es ist nicht nur Meisterin Shelreni. Sie wird von zwei dädrischen Fürsten unterstützt. Das habe ich gehört. Deshalb entschied ich mich ja auch, meinen bequemen Turm zu verlassen und den ganzen Weg hierher zu kommen, um persönlich dieses Konklave zu übernehmen. Die Meister werden die Anschuldigungen anhören, die Angeklagte befragen und schnelle Gerechtigkeit walten lassen. Sie wird dich alle töten, so wie sie es Melin den Mundlosen getötet hat. Seid ihr deshalb hier? Um noch eine Anschuldigung gegen Shelreni vorzutragen, dann ist dies hiermit vermerkt. Vielleicht hat sie sich deshalb ohne viel Aufhebens gestellt, damit sie um Gnade flehen kann. Vielleicht werde ich nachsichtig sein. Vielleicht auch nicht. Ihr begeht einen Fehler. Magister Melin sagt, ihr dürft Meisterin Shelreni nicht unterschätzen. Genug von diesem Unsinn. Ich habe die Bedenken eures Magisters und seine Anschuldigungen gehört. Jetzt sind wir hier fertig. Melin kann bleiben, wenn er möchte. Das ist sein Recht. Doch ihr und der Vikar solltet gehen und uns unsere Arbeit überlassen. Wie kann man so dumm und nutzlos sein, ganz ehrlich. Psst, hier drüben. So. Es gibt einen Besprechungsraum rechts. Moment, da hinten kann ich noch mitreden. Moment. Optionale Schritte sprecht mit... Fofs und... Genau, mit den beiden. Ist optional, dann gehen wir mal hier. Ich weiß nicht, warum diese Debatte nötig ist. Wenn es nach mir ginge, könnten wir gleich abstimmen. Nichts, was hier jemand sagen wird, könnte meine Meinung über Shelreni ändern. Wohlan denn? Ist Magister Melin wirklich tot? Magister Melin wurde von Meisterin Shelreni ermordet. Er muss sie umgehend sehen. Melin mag Magister Gotren verwirrt haben, doch es gibt keine Grundlage für die Teilnahme eines toten Telvanni an einem Konklave. Das gibt es einfach nicht. Hört zu. Wenn wir Shelreni nicht finden, vermag niemand zu sagen, was euch und den anderen Meistern zustoßen könnte. Ist das eine Drohung?
Meisterin Marena hat Shelreni durch die Osttür gebracht, weil sie vor wenigen Augenblicken Ähnliches verkündete. Wenn das einer Meisterin geschehen kann, denkt nur daran, was dann einen niederen Mund wie euch erwartet. Da frage ich mich nur, was er denn ist. Ich hatte ganz vergessen, wie langweilig meine angeblich Ebenbürtigen sein können. Eine Schande, dass Shelreni nicht noch mehr von meinen Rivalen ausgeschaltet hat, bevor es uns auffiel. Doch euer Meister, Meln, ich habe viele seiner Possen noch gut in Erinnerung. Deshalb wollte ich mit euch sprechen. Worüber wolltet ihr denn mit mir sprechen? Euer Meister hat die Abläufe lang genug verzögert. Meisterin Shelreni hat sich über ihren Stand erhoben und muss dafür bestraft werden. Alles, was dies aufschiebt und die Zeit in die Länge zieht, die ich in der Gesellschaft sogenannter Ebenbürtiger verbringen muss, wird nicht geduldet werden. Meisterin Shelreni hat Magister Meln ermordet. Er hat das Recht, sie zur Rede zu stellen. Mord, sagt ihr? Das ist schwerwiegend. Ich denke, einer Meisterin, die Pakte mit Daedra eingeht, ist alles zuzutrauen. Wir müssen ihr wirklich ihren Rang nehmen und sie verbannen. Nun, wenn ihr sie denn so dringend sehen müsst, sie wird in einem Besprechungsraum, den ihr über den Ostkorridor erreicht, festgehalten. Ja, und eigentlich stand unser Freund... er steht noch hier. Nur zu. Seht euch um. Ich halte hier Wache, falls Magister Gotrin jemanden schickt, um uns hinauszuwerfen. Okay. Keiner da? Wie kommst du denn jetzt hierher? Ich dachte, du wolltest Wache halten. Hat der mich jetzt erschreckt? Shelreni ist weg, doch was ist das für eine umgefallene Flasche dort drüben? Das ist reine Traumessenz. Ich wirke einen Zauber, um zu sehen, was hier geschehen ist. Was war das? Nur ein kleines Geschenk von der Fürstin der Träume. Bald werdet ihr genau das tun, was ich sage. Ihr, damit werdet ihr nicht davon kommen. Das bin ich schon. Und mit eurer Hilfe werde ich noch mit viel mehr davonkommen. Nun lasst uns am Konklave teilnehmen. Mein Aufstieg braucht Teilnehmer. Freiwillige oder Unfreiwillige. Wir müssen zum Konklave. Es wird in der Privathalle der Meister im Norden abgehalten. Also Karte hoch. Es geht etwas im Norden vor sich. Ich glaube, das Konklave beginnt. Das sieht nicht gut aus. Wir lassen uns mal selbst hinein. Wir haben aber keine Verkleidung mehr. Meisterin Shelreni, ihr werdet beschuldigt, euch gegen eure Mithelvanni verschworen, Meln den Mundlosen ermordet und euch mit dädrischen Fürsten eingelassen zu haben. Ihr schuldet uns eine Erklärung. Ich schulde euch überhaupt nichts. Aber ich werde euch alle töten, mein Opfer nehmen und abreisen. Helft mir, Magister! Shelreni, stellt eure Handlungen umgehend ein. Setzt meine Geistersicht ein, um die Schutzzauber abzuschalten. Geht! Okay. Wir sind aber unten. Hier unten. Stimmt. Ich hatte ja eben hier oben schon eingesehen. Komm, jetzt mach das weg, bevor das wieder weg ist. Anvisieren immer, ne? Wenn diese Narren mich aufhalten können, welche Hoffnung habt ihr? Steht auf! Ich habe euch nicht erlaubt zu sterben! Ihr seid endlich wach. Den Ahnen sei Dank. Ich dachte, Shelreni hätte euch getötet. Wir sollten uns unterhalten. Ach, jetzt auf einmal. Der Mund des Mundlosen. Ich schätze, ihr wollt, dass ich zugebe, dass ihr und Meln recht hattet. Dass ich die Bedrohung durch Shelreni ernster hätte nehmen sollen. Nun tun wir so, als hätte ich das gesagt. Und machen wir damit weiter, was als nächstes geschehen muss.
Ich erinnere mich daran, auf Sherini zuzustürmen, als plötzlich alles schwarz wurde. Ja, eine ganz schöne Schau. Sie hat das Konklave genutzt, um ihr Vorhaben anzukündigen. Ihr Zauber hätte alle getötet und sie in Position gebracht, den Erzmagister um die Herrschaft über das Haus herauszufordern. Zum Glück war ich zugegen, um die örtlichen Meister zu retten. Was habt ihr getan? Shelrini mag eine mächtige Meisterin sein, doch ich bin ein Magister des Taiwanirats. Es war ein leichtes, ihren Angriff abzuwehren, während sich das Konklave zerstreute. Dann stabilisierte ich das Portal, durch das sie geflüchtet ist, davon ausgehend, dass ihr ihr folgen wollt. Na, lügt ihr mich nicht an? Warum geht ihr davon aus, dass wir Meisterin Shelrini folgen wollen? Also wirklich? Wen meint ihr, hat Mayne wohl zu Rate gezogen, als er seinen Deckmantel der Täuschung ursprünglich erfunden hat? Ich sehe das Mal von Mora auf euch. Haus Telvanni will nichts mit den Machenschaften dädrischer Fürsten zu tun haben. Stellt einfach sicher, dass ihr Shelrini tötet, wenn ihr sie findet. Was ist mit Meisterin Marena? Meisterin Marena hat ihre Schwäche offenbart, als sie sich gefangen nehmen ließ. Die anderen Meister haben überlebt. In beiden Fällen hat Haus Telvanni gewonnen. Falls ihr vorhabt, Shelrini nachzusetzen, schlage ich vor, dass ihr sofort aufbrecht. Ich kann dieses Portal nicht ewig offen halten. Es schert euch also nicht, was mit Meisterin Marena geschieht? Ehrlich gesagt, tut es das nicht. Falls es euch noch nicht aufgefallen ist, wir vom Haus Telvanni legen Wert auf unsere Überlegenheit. Mitgefühl und Gnade spielen bei unseren Taten nur selten eine Rolle. Nun kommt in die Gänge. Dieses Portal wird sich schließen, sobald meine Aufmerksamkeit nachlässt. Und ich spüre ein Gähnen kommen. Ja, das ist ja nett. Dann würde ich sagen, wir betreten das Portal. Diese uralte Ruine, diese Markierungen, dieser Ort ist Vermina geweiht. Ja, wenn du mir jetzt noch sagst, wer Vermina ist. Dieser Ort. Ich glaube, wir besuchten die Erinnerung daran im Auge von Mora. Okay. Keine Gegner, das macht mich ein bisschen stutzig. Diese Kammer sieht vielversprechend aus. Wir sollten uns umsehen. Meisterin Shelrinis Notizen, Torvesat. Der Dremora Torvesat kam vor mittlerweile mehr als 2 Jahren mit einem hochinteressanten Vorschlag zu mir. Er versprach mir, meinen lebenslangen Wunsch zu erfüllen, Erzmagierin zu werden und übers Haus Telvanni zu herrschen. Dafür musste ich lediglich Vermina Treue schwören, der Dedra-Fürstin der finsteren Vorzeichen. Und schon würden all meine Pläne aufgehen. Er erklärte mir, dass vor langer Zeit etwas aus der Welt genommen würde, dass es seine Bestimmung sei, wiederherzustellen, was gestohlen wurde, was verloren ging. Er meinte, dass diese Wiederherstellung mit einem Traum begann. Daher habe er sich mit Vermina verbündet, denn in einem Traum besann er sich eines Schreins, der Traumweberin gewidmet war, eines Schreins, bei dessen Wiederherstellung ich ihn unbedingt helfen musste. Nach vielen Recherchen und Nachforschungen sind wir nun an dieser uralten Stätte. Jetzt müssen wir nur noch den Schrein finden, den Torvesat in seinen Träumen sah. Da steht jemand, habe ich mich jetzt erschrocken. Meisterin Shirinis Notizen, die Wiederherstellung. Nach langen Monaten der Vorbereitung sind wir nun endlich bereit, die uralte Statue von Vermina vollständig wiederherzustellen. Ach ja. Klar, das war diese Statue in einem Traum halt. Ne? Obgleich ich die Bedeutung dieses Abbildes nach wie vor nicht verstehe, nicht Traum, in dem Optikum oder wie das hieß? Obgleich ich die Bedeutung dieses Abbildes nach wie vor nicht verstehe, habe ich mich der Aufgabe gewidmet, herauszufinden, wie genau die Statue wiederhergestellt werden muss, damit sie wieder in ihren alten Glanz erstrahlt. Torvesat arbeitet an meiner Seite und lernt so viel er kann. Wenn ich ihn nach dem Grund frage, weigert er sich zu antworten. Er meint nur, dass die Wiederherstellung der Statue entscheidend für das Wiederherstellen dessen ist, was verloren ging. Und jetzt habe ich eine Armee von Verminus-Anhängern, verstärkt durch jene, die sich Pierite nennen,
Perjete verschrieben haben. Vollnis Krone widert mich an, aber ich kann weder sein Genie noch die Macht seiner Gefolgsleute leugnen. Die Malachitlieferung aus den Steinbrüchen in Alavelis ist endlich angekommen. Wir können mit der Arbeit beginnen. Bald schon wird Vajamina mich mit der Macht belohnen, die ich brauche, um Erzmagisterin des Hauses Telvanni zu werden. Steht etwas Wichtiges in diesen Papieren? Da. Stand etwas in diesen Papieren über Meisterin Shelreni oder wo wir sie finden können? Diese Seiten erzählen von Meisterin Shelrenis Vereinbarung mit Torvesaat. Sie beschreibt, wie Torvesaat zu ihr kam und sie in Verminas Dienste einwies. Wie er besessen davon war, etwas wiederherzustellen, was ihm gestohlen wurde oder verloren ging. Und wie er darauf bestand, dass sie diesen uralten Schrein finden. Interessant. Und hier schreibt sie über ihre Anstrengungen bei der Wiederherstellung einer Statue von Vajamina. Dann haben sie das Malachit, das sie im Steinbruch von Alavelis abgebaut haben, hierher geschickt. Und sie spricht darüber, wie die verborgene Sippe gebildet wurde, um für Arbeiter zu sorgen, die man für den Wiederaufbau brauchte. Irgendwie ist die Wiederherstellung einer Vermina-Statue von entscheidender Bedeutung für Torvesaats Ziel. Im Panoptikum. Torvesaat änderte Moras Erinnerung, indem er eine Vermina-Statue wiederherstellte. Das meine ich doch. Hier muss die ursprüngliche Erinnerung stattgefunden haben, wo Vermina und Perjite glauben, dass Hermeus Mora ihnen Unrecht getan und ihnen etwas gestohlen hat, was sie nun suchen. Gehen wir weiter. Diese wiederhergestellte Statue und Meisterin Shelreni müssen irgendwo in diesen alten Ruinen sein. Ich werde sie finden. Wir müssen Shelreni finden und sie daran hindern, den Ritus abzuschließen. Davon gehe ich aus. So. Da ist Shelreni und Meisterin Marena. Wir müssen sie befreien. Mein Schwarzbuch! Shelreni hat wohl meine Vorkehrungen überwunden. Die wiederhergestellte Erinnerung zu nutzen, um den Weg nach Apokrypha zu öffnen. Nun muss Shelreni nur noch den Ritus abschließen und das Opfer bringen. Ihr werdet nicht eingreifen. Shelreni, Aspekt von Vermina, das ist nicht gut. Hinfort, Diener des Schicksals. Dieses Gebet wird helfen, wiederherzustellen, was uns genommen wurde. Noch. Nein! Hier ist mein Jünger. Schließ das Opfer ab. Betrete den Fokuspunkt. Ja, wie denn? Der ist hier irgendwie. Setzt meine Geistersicht ein, um euer Ziel zu treffen. Mir auf den Sack, sorry. Jetzt, meine Freundin, befreit Marena von den Fesseln. Elfrische Magie ist instabil. Rettet euch! Nein! Wir stehen so kurz davor. Schließt mein Schwarzbuch und nehmt es. Das sollte den Ritus beenden. Das Schwarzbuch zu nehmen wird uns nicht aufhalten und einer von euch kann ebenso gut als Opfer dienen. Wir brauchen keine Außenseiter, Shelreni. Fürstin Vermina akzeptiert euer Opfer und betrachtet euch als würdiges Gefäß. Ich bedauere das Blutvergießen, doch bald ist Moras Ungerechtigkeit ungeschehen. Mit diesem Gefäß kann ich Apokrypha betreten und Moras Herz treffen. Zu mir, Getreue! Wir müssen Apokrypha warnen. Kehren wir zur Buchbinderei von Nekrom zurück und finden wir Leramil. Eieiei. Dann öffne ich ein Portal zurück nach Nekrom. Moment, wo? Da. Weder Skot noch ich können Hermeus Moras Präsenz spüren. Wir finden das beide verstörend. Gut, ihr seid hier. Sowohl Skot als auch ich spürten eine plötzliche Störung in den Schicksalsfluten. Etwas Schreckliches ist in Apokrypha geschehen. Skot und ich spüren die Anwesenheit des Wissenden nicht mehr. Shelreni führte den Ritus durch. Vollniskrone opferte sie und Vajamina ergriff Besitz von ihrem Körper.
noch ein bedeutendes Ereignis in den Annalen des Schicksals, das mir entgangen ist? Aber Meisterin Shireni ist tot? Und Vermina hat was getan? Fangt am Anfang an, Entsandte. Was ist bei dem Konklave der Meister geschehen? Wir haben die Meister gewarnt. Was bei ihrer Rettung half, als Meisterin Shireni versuchte, sie alle zu ermorden. Das also war Shirenis Plan, die von den Fürsten zur Verfügung gestellte Macht einzusetzen, um ihre Rivalen auszuschalten und im Rang aufzusteigen. Ich bin froh, dass sie gescheitert ist. Doch was geschah dann? Wir sind ihr zu dem Schrein gefolgt, den wir in der Erinnerung gesehen hatten. Wir retteten die Meisterin, die sie opfern wollte. Und Fäulniskrone beschloss, den Ritus trotzdem abzuschließen, indem er stattdessen Shireni opferte. Skrupellos, doch passend zu einem Anhänger von Periite. Und ihr sagt, dass dies Vermina erlaubte, Besitz von Shirenis Leiche zu ergreifen? Was ist dann geschehen, Entsandte? Vermina und Shireni öffneten einen Weg nach Apokrypha, aber können dädrige Fürsten die Ebene eines Rivalen ungeladen betreten? Das können sie nicht. Eigentlich nicht. Daher auch all die Mühe, die sich Torvesaat und seine Verbündeten gemacht haben, um so weit zu kommen. Zumindest habt ihr die Telvanni-Meister gerettet und Mains Schwarzbuch geborgen. Gut gemacht. Nehmt dies, während ich unsere nächsten Schritte bedenke. Ihr habt es euch verdient. Ja, und wir erhalten leerende Schultern vom Set Kamona Tong und einen Fertigkeitspunkt. Sowohl ich als auch Scrooge spüren, wie die Schicksalsfluten wogen und brodeln. Noch schlimmer ist allerdings, dass wir keine Zwiesprache mit Hermaeus Mora halten konnten, seit der Ritus aus dem Schwarzbuch an Verminas Schrein vollendet wurde. Und ihr sagt, ihr habt gesehen, wie Shirenis Körper Apokrypha betreten hat? Ja, das haben wir gesehen. Doch bevor wir jetzt die nächste Aufgabe annehmen, machen wir hier erstmal einen kleinen Cut. Und ja, wohin das Ganze jetzt führt, diese Diskussion, das sehen wir dann in der nächsten Folge. Ciao! Vielen Dank für dein Like. Wenn du mehr davon sehen möchtest, dann darfst du mich auch gerne abonnieren.